Mann, war das heute wieder ein beschissener Tag. Nichts hat geklappt und gestern schon hatte ich Pech gehabt. Und wenn Sie es wüssten, was mich morgen erwartet, dann... Sie merken es, das ist negatives Denken. Ein negatives Denken, wie es mancher von uns immer wieder mal im Kopf hat. Ein negatives Denken, wie es uns runterzieht. Darum handelt dieses Video davon, wie Sie in 3 Schritten zu einem positiveren Denken gelangen, ohne dass Sie deshalb die rosarote Brille aufsetzen und alles verklärt sehen. Wie es geht, ich werde es Ihnen gleich zeigen. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt möchte ich ein Wort vorweg sagen. Positives Denken bedeutet für mich nicht, dass man alles verklärt sieht, dass man alles positiv sieht, dass man nicht mehr zulässt, dass es etwas Negatives gibt, sondern dass man so tut, als wäre die ganze Welt ein strahlender Diamant, der in den eigenen Händen liegt. Das ist kein positives Denken, das ist Manipulation und das ist Naivität. Das meine ich nicht mit positivem Denken. Ich meine mit positivem Denken eben, dass Sie beides sehen, dass Sie sich nicht nur aufs Negative konzentrieren, wie wir es durch die Evolution bedingt oft tun, sondern dass Sie auch das Positive im Blick behalten. Was meine ich mit der Evolution? Wenn der Urmensch irgendwo durch den Dschungel lief, dann musste er immer davon ausgehen, wenn vor ihm ein Ast lag, dass es vielleicht gar kein Ast ist, sondern eine Schlange. Und zwar richtig gut, wenn er einmal zu viel ausgewichen ist, als einmal zu wenig. Und dieser selektive Blick fürs Negative, den haben wir immer noch. Und es ist ganz toll, wenn Sie den Blick eben ergänzen, durch den Blick auf das Positive, denn beides gehört zusammen. Und jetzt kommen meine 3 Schritte zu einem positiveren Denken. Schritt Nummer 1, denken Sie in Polaritäten statt in Schwarz-Weiß. Wenn Sie bei Goethe nachlesen, dann werden Sie feststellen, der war ein großer Freund von Polaritäten und von ihm stammt auch die Sentenz, dass nur dort, wo Licht ist, Schatten sein kann. Also wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten und umgekehrt. Das bedeutet, wenn Sie nur das Positive hätten, wäre das Positive gar nichts mehr wert. Denken Sie zum Beispiel an die Tatsache, dass die Tage hell und strahlend sind und die Sonne scheint. Wenn immer nur die Sonne schiene, wenn es nie schlechtes Wetter gäbe, wenn es keine Nacht mehr gäbe, sondern immer nur Sonnenschein, dann würden Sie müde des Sonnenscheins und hätten keine Freude mehr daran. Also nur weil es die Nacht gibt, können Sie den Tag genießen. Nur weil es den Regentag gibt, können Sie den Sonnentag genießen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und es wäre total naiv zu sagen, ich will nie wieder einen Regentag, ich will immer nur noch schönes Wetter. Und genau so sollten Sie das in Ihrem Leben sehen. Wenn Dinge misslingen, wenn etwas nicht klappt, wenn Sie krank sind, wenn Dinge passieren, die Sie eigentlich gar nicht wollten, dann ist das zwar im ersten Moment nicht so schön, aber es ist vielleicht notwendig, damit Sie dann zu anderer Gelegenheit den Erfolg wieder mehr genießen können. Also wer zum Beispiel durch eine Prüfung durchrasselt, der wird das Bestehen im zweiten Anlauf viel mehr genießen können als jemand, der es schon im ersten Anlauf mit links geschafft hat. Oder jemand, der mal einen Burnout hatte, der sich überarbeitet hatte, der wird es viel mehr zu schätzen wissen, wenn er irgendwann so eine gesunde Work-Life-Balance entwickelt. Also das eine und das andere hängt zusammen und die Wertschätzung des Lebens, die hat auch etwas damit zu tun, was man an negativem oder scheinbar negativem oder negativ behaftetem erlebt hat. Ich komme auf den 2. Punkt zu sprechen, wie Sie zu einem positiveren Denken kommen. Und zwar, bei allem, was geschieht, können Sie den verborgenen Nutzen sehen. Auf den ersten Blick scheinen Dinge, die uns passieren, oft total sinnlos zu sein. Ich werde gemobbt in meiner Firma. Wie schlimm ist das, dass ich hier gemobbt werde? Es ist völlig unnütz und es hat überhaupt keine Vorteile für mich. Hat es die wirklich nicht? Vielleicht ist dieses Mobbing ja ein Hinweis darauf, dass ich hier in einem völlig falschen Umfeld bin, dass ich hier unter Wölfe geraten bin, dass ich das viel zu lange Jahre schon geduldet habe und dieses Mobbing gibt mir jetzt den Anstoß, entweder, dass ich mich charakterlich weiterentwickle und mal die Ellbogen ausfahre und mich richtig wehre, oder auch, dass ich sage, dies hier ist die falsche Firma für mich und ich bewerbe mich jetzt ganz woanders und mache einen großen charakterlichen Schritt und verändere mich. Das ist die Möglichkeit, die positive Möglichkeit, die in dieser negativen Variante innewohnt. Oder ich gebe Ihnen ein 2. Beispiel, ich werde arbeitslos.
Ich werde arbeitslos und das ist ein herber Schlag gegen mich. Und ich sage, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Klar, das verstehe ich vollkommen, es ist eine bedrohliche Situation. Auf der anderen Seite, haben Sie dann fürs erste Mal ein bisschen Zeit, um nachzudenken, um zu reflektieren, um sich vielleicht zu erholen von dem ganzen Arbeitsstress und Ihr Berufsleben nochmal neu aufs Gleis zu setzen. Das heißt, auch in dieser negativen Variante steckt was Positives drin. Und ich weiß sogar von vielen meiner Klienten, die schwere Unfälle hatten, die schwere Krankheiten hatten, dass es natürlich Niederschläge waren, aber aus diesen Krankheiten, aus diesen Unfällen sind sie oft gestärkt und charakterlich klarer hervorgegangen, als sie reingegangen sind. Das heißt, alles, was ihnen im Leben geschieht, ist immer genauso nützlich, wie Sie es für nützlich halten. Und wenn Sie nur die Frage sich stellen, wozu ist es gut, wie kann es mir dienen, dann sind Sie schon aus dem negativen Gedanken draußen und in die positiven eingebogen. Jetzt kommt noch ein dritter Tipp und zwar die Lupe über die Pluszeichen legen, ohne die Minuszeichen zu verleugnen. Also wenn Sie jetzt Ihren Alltag anschauen, dann haben Sie bestimmt 100 Gelegenheiten, Dinge zu finden, die nicht gut laufen. Sie legen die Lupe über das, was nicht klappt, über den Kollegen, der Sie fürchterlich ärgert, über Ihr Finanzamt, das Ihnen auf die Füße tritt, über den Politiker, der wieder eine Sache gesagt hat, die Ihnen nicht gefällt und über die Ampel, die immer rot schaltet, wenn Sie kommen. Und Sie werden einen Riesenberg von negativen Dingen finden, aber Sie können Ihre Lupe eben auch über das Pluszeichen legen. Wenn Sie zum Beispiel einen Chef haben, der immer schlechte Laune verbreitet, warum konzentrieren Sie sich auf diesen Chef und nicht auf diese wirklich nette Kollegin, die immer ein freundliches Wort für Sie übrig hat? Schenken Sie ihr die Energie, dort ist die Energie wesentlich besser aufgehoben. Wenn Sie 10 Vorgänge am Tag bearbeiten und 9 klappen prima und bei einem hakt es, dann können Sie die Lupe über den einen hakenden Vorgang legen oder Sie schauen die 9 Vorgänge an, die richtig gut laufen. Und wenn Sie sich auf das Positive konzentrieren, auf die Pluszeichen konzentrieren, dann merken Sie, dass Ihr Denken sich aufhält, dass Ihre Laune besser wird. Und Sie müssen die Minuszeichen nicht verleugnen. Ich finde es wichtig, dass Sie im Kopf behalten, die gibt es, aber Sie müssen ihnen auch keine übermäßig große Bedeutung beimessen. Und so, glaube ich, gelingt es Ihnen, positiver zu denken, ohne in ein naives, positives Denken mit der rosaroten Brille reinzurutschen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, lassen Sie gern den Daumen nach oben weisen, teilen Sie es, legen Sie Playlists an. Darüber freue ich mich sehr, ebenso über Kommentare, wie Sie über das Thema denken. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.